Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fahrzeug-Review aus dem Spiel War Thunder. Was ihr seht, ist der Greyhound, der M8 im amerikanischen Baum, ein kleiner Premium-Panzer auf dem BR-1.3 im realistischen Modus. Und das ist ein Event-Fahrzeug, das ist vor kurzem, ja, mit relativ geringem Aufwand zum 5-jährigen Geburtstag von Gaijin zu gewinnen gab. Nicht alle von euch werden dieses Fahrzeug bekommen haben. Einige von euch haben es eventuell bekommen. Ich habe es leider nicht geschafft, aus zeitlichen Gründen dieses Fahrzeug zu erspielen. Das war genau in dem Zeitraum, wo ich im Urlaub gewesen bin. Aber der Toodles hat das Fahrzeug bekommen und der Toodles hat für mich ein bisschen Gameplay fertig gemacht, damit ich euch das Fahrzeug auch einmal vorstellen kann. Denn ich denke, das ist ein relativ interessantes Fahrzeug. Wir haben hier schließlich gerade mal ein Battle Rating von 1,3. Das ist sehr, sehr niedrig, nämlich 0,3 gerade mal über den Reservefahrzeugen. Wenn wir dann aber überlegen, dass dieses Fahrzeug eine Penetrationsleistung mit seiner Standard-AP-Munition von 89 mm auf 100 Meter hat, dann ist die Kanone, zumindest was die Durchschlagsleistung angeht, relativ böse, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Und auch das MG, das wir oben auf dem Dach sehen, hat schon ordentlich Wumms. Das heißt, selbst nur mit dem MG in einem reinen 1-3er-Match können wir sehr, sehr viele der Feindfahrzeuge, auf die wir treffen, schlicht und einfach zerlegen. Im Grunde genommen braucht ihr die Kanone gar nicht. Oder ihr könnt beides miteinander kombinieren. Es reicht aus, um die meisten Fahrzeuge in einem reinen 1-3er-Match tatsächlich mit dem MG kaputt zu machen. Das macht das Fahrzeug unheimlich stark im Bereich 1-3, was jetzt die Schussleistung angeht. Die Mobilität im Gefecht, ihr seht das selbst, wir haben ja einen 6-Rad-Schützenpanzerwagen. Ist nicht ganz so hoch, einfach weil das Ding Räder hat. Ihr könnt damit nicht auf der Stelle drehen oder sonst irgendwie was. Ihr braucht also immer einen bestimmten Bereich, in dem ihr euer Fahrzeug um 180 Grad zum Beispiel wenden könnt. Rückwärts ist das Ding jetzt auch nicht so schnell wie vorwärts, so wie wir das vom Puma kennen. Das heißt also, es ist schon eher ein Auto, das überwiegend geradeaus fährt. Nichtsdestotrotz eine relativ spannende und lustige Kiste und wenn wir uns jetzt hier einfach mal die Werte angucken, dann seht ihr das, von der Panzerung her ist er natürlich auch nicht, wer weiß wie groß aufgestellt. Wir haben gerade mal am Turm 19 mm Wannenpanzerung, am Turm 19 mm Panzerung und in der Wanne wird die Panzerung sogar mit 0 mm angegeben. Das ist natürlich nicht richtig, 0 mm hat sie nicht, weil dann wäre da nichts. Also selbst ein Millimeter Papier hat immer noch eine Stärke. Die Wannenpanzerung ist im Durchschnitt 4 mm und ja, das ist eben genauso wenig, als wenn man fast gar nichts hätte, sagen wir mal ganz ehrlich. Viele der Feind-MGs, die so in den anderen Panzern eingebaut sind, können durchaus auch unsere Wanne durchschlagen. Das heißt also, unser Fahrzeug ist auch relativ verletzlich. Allerdings spielt uns da wieder eine Mechanik in die Hände, die wir hier im Spiel haben, nämlich die Overpen. Das heißt, wenn wir Glück haben, geht vorne eine Granate rein und hinten geht die Granate wieder raus, weil sie gar nicht erst zündet. Oder weil die AP-Granate einfach nur durchfliegt und überhaupt gar keine Splitterwirkung hat, weil da eben nichts ist, was großartig splittern kann. Das heißt also, es kann durchaus sein, wenn ihr mal mit eurem Panzer in so einen M8 reinballert, dass der Effekt, den ihr eigentlich erwartet, überhaupt gar nicht eintrifft, weil wir eben ja so eine Overpen haben. Das heißt, das Geschoss geht rein, vor allen Dingen Fillergranaten machen das lieben gern, das Geschoss geht rein und die Fillergranate explodiert überhaupt gar nicht, weil die Panzerung, die sie durchschlagen hat, viel zu dünn gewesen ist. Das heißt, dieser Zünder, der da drin ist, der braucht eine gewisse Panzerungsdicke, damit er überhaupt auslöst und die ist beim Greyhound nicht gegeben. Das heißt, so eine Panzergranate 39 kann durchaus mal nach hinten durchfliegen. Das nur mal so für Leute, die meinen, die Dinger sind nicht kaputt zu kriegen. Ja, die sind schwer kaputt zu kriegen. Da haben es dann tatsächlich schwere MGs ein wenig leichter, denn wenn man mit einem MG quer durch dieses Fahrzeug durchzieht, dann ist es um ein Vielfaches schneller zerstört, als wenn ihr zum Beispiel mit einer AP-Granate oder einer Panzergranate 39 in das Ding reinwummert. Wir haben für euch ein bisschen Gameplay aufgezeichnet. Ich habe das für euch zusammengeschnitten und werde das gleich kommentieren. Wir sehen uns danach in der Garage wieder. Viel Spaß! So, 4 Gefechte hatte der Toodles für mich aufgezeichnet. 2 habe ich ausgesucht, wo ich mir denke, da kann man am besten sehen, was das Fahrzeug kann. Hier seht ihr zum Beispiel einmal, wie er über die Straßen brettert.
Ich habe auf anderen Karten gesehen, das Fahrzeug schafft es im Gelände, wenn es leicht bergab geht, 54 bis zu 60 km/h. Die 88 km/h im Spiel natürlich nicht so ohne weiteres erreichbar. Dafür müssen wir wirklich eine brettebene, gerade geteerte Straße haben im Spiel. Ansonsten, ja, eher so wie hier im Bereich um 50 km/h. So, und jetzt könnt ihr das sehen, das Fahrzeug hält tatsächlich auch einiges aus, teilt gleichzeitig dann aber auch aus. Und das nur mit der AP-Granate haben wir gleich zwei Fahrzeuge in Folge rausgenommen. Das dritte Fahrzeug, das gleich um die Ecke kommt, müssen wir mehrmals beschießen, nehmen es nicht raus. Ebenfalls mit der AP-Granate, wobei dieser Treffer hier doch unglücklich gewesen ist. Aber dieser Treffer hätte durchaus tödlich sein können, wenn wir uns jetzt an die ersten beiden Fahrzeuge erinnern. Nichtsdestotrotz, das hier jetzt einfach mal, um euch zu zeigen, der hat sich jetzt auch ein paar Treffer eingefangen und ist nicht sofort kaputt gegangen. Der Kollege da vorne hat uns jetzt natürlich sofort rausnehmen können. Das ist nicht weiter problematisch. Wir kommen zum zweiten Gefecht und das ist komplett. Und da kann man eigentlich mal das Fahrzeug so in seiner gesamten Vielfalt erleben. Ich finde das Fahrzeug nach wie vor unheimlich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde mir wünschen, dass Gaijin tatsächlich auch mehr von diesen Fahrzeugen ins Spiel bringt. Nicht nur per Premium- oder Event-Fahrzeuge, sondern normal erforschbare Fahrzeuge. Wenn hinterher irgendwann jede Nation einen eigenen Forschungsbaum nur mit Radfahrzeugen hätte, wäre das schon eine richtig coole Sache, muss man mal ganz ehrlich sagen. Weil Sachen gibt es da genug, mit denen man spielen könnte. So, bergauf sind wir nicht ganz so zügig. Das haben wir dann allerdings auch der Motorleistung zu verdanken. 7, so und so viel Tonnen Gewicht zu transportieren und dann auch noch einen Berg hochzuschieben. Da sind die 110 PS dann doch wirklich untermotorisiert. Das ist so im Spiel auch richtig dargestellt. Was ihr jetzt hier gleich sehen könnt, ist, wie wunderbar auch auf Distanz diese Kanone funktioniert. Ihr seht das immer wieder, wenn der Tuddels in die Visiereinrichtung geht, die Strichunterteilung für die Entfernung liegen relativ nah beieinander. Das heißt also, auch auf großer Distanz ist es eigentlich nicht besonders schwer, einen Gegner zu treffen. Das haben wir bei anderen Fahrzeugen, wo die Strichunterteilung sehr, sehr weit auseinander liegt, um ein Vielfaches schwerer. Warum die beiden sich jetzt hier allerdings oben auf den Hügel postieren, habe ich mich gefragt, als ich mir das angeguckt habe. Vor allen Dingen der Kollege da direkt vor Tuddels macht es ja ganz extrem. Da vermute ich einfach mal, dass das ein Anfänger ist im Spiel. Tuddels fährt ja wieder zurück in Deckung. Und jetzt sehen wir gleich das erste Fahrzeug von rechts nach links rüberfahren. Da ist es. Und Tuddels drückt ihm auch direkt eine rein. Schoss ist auch relativ zügig unterwegs, ihr könnt das sehen, sehr, sehr lange fliegt es nicht. Und jetzt finish-tudelt ihn auch. Nach einem Geschoss ist daneben gegangen. Das spricht für die Genauigkeit der Kanone. Und dadurch, dass das Geschoss relativ zügig unterwegs ist, haben wir auch eine doch relativ gerade Flugbahn, was das Ziel natürlich um einiges leichter macht, als wenn wir eine, wer weiß, wie gekrümmte Flugbahn haben. Der Kumpel hier auf dem Hügel hat noch nicht so wirklich verstanden, was das bedeutet, wenn man auf einem Hügel steht. Man sieht zwar alles, aber man wird auch von allen gesehen. Der Tuddels fährt jetzt ein wenig aggressiver nach vorne. Finde ich aber auch gut, denn das Fahrzeug ist sehr, sehr mobil und diese Mobilität, die soll man durchaus auch ausnutzen. Zumal man in diesem BR-Bereich auch nicht wirklich viel zu verlieren hat, denn hier ist tatsächlich jedes Fahrzeug dazu in der Lage, jeden Panzer zu penetrieren. Da ist es egal, ob ihr keine Panzerung habt oder etwas besser gepanzert seid. Hier kann alles jeden jederzeit penetrieren und deswegen kann man so ein fast nicht gepanzertes Fahrzeug wie den Greyhound im Grunde genommen genauso bewegen wie jedes andere Fahrzeug. Spielt also keine Rolle, dass wir keine Panzerung haben. Und das macht das Fahrzeug schon wieder interessant. So, da hat er den nächsten. Und nun steht er hier. Ja, jetzt seht ihr das. Das sieht ein bisschen lustig aus. Das Fahrzeug rutscht zur Seite weg. Er fängt sich einen ein, aber es ist fast nichts passiert.
Gleichzeitig schießen wir zurück und das da unten ist ein Panzer 4 gewesen, der uns da eine reingedrückt hat. Das ihr seht. Jetzt die Flak da vorne schafft es auch nicht, uns zu zerstören. Und auch hier kann Tudels weiterhin den Feuerkampf aufnehmen und auf das Fahrzeug wirken. Und hier hat auch das MG dann letztendlich dafür gesorgt, dass der Gegner final zerstört worden ist. Das heißt also innerhalb kürzester Zeit mal eben hier so ein paar Kills abgestaubt. Und für mich wirklich besonders beeindruckend, dass der Panzer 4 eben mit seiner Granate hier am Tudels nicht sonderlich viel ausrichten konnte. Und das aus einer Position heraus, wo es auch hätte wehtun können, seien wir mal ganz ehrlich. Ein Besatzungsmitglied fehlt uns jetzt, wenn ich das richtig sehe. Oder fehlen uns schon zwei? Zwei Besatzungsmitglieder fehlen uns. Jetzt wundert euch nicht, beim Schneiden habe ich hier nur so ein kleines Fenster, wo ich das drin sehen kann. Also kein Vollbild. An manchen Stellen muss ich dann immer raten. So, Tudels bewegt sich jetzt hier mit dem gesamten Team Richtung Spawn. Ich kann euch jetzt allerdings schon beruhigen, Tudels ist kein Spawn-Camper. Will diesen Weg hier nehmen. Fährt voraus. Schießt jetzt gleich auch auf ein Fahrzeug, aber das zu seiner eigenen Sicherheit. Ihr seht das, eigentlich möchte er hier um die Ecke, um die dort hochfahrenden Gegner anzugreifen. Die sind dann allerdings ausgeschaltet worden. Jetzt hat er da nochmal mitbekommen, dass da was ist. Und eben Sicherheit geht vor, er nimmt den Feuerkampf auf, kriegt einen Assist, setzt sein Fahrzeug wieder in Bewegung und zieht auch schon wieder von dann. Also das fällt definitiv nicht unter Spawncampen, sondern eher unter Selbstschutz. Und wenn man bestimmte Bereiche der Karte schon nicht mehr befahren darf, weil man da eventuell dann in die Situation kommt, dass man auch mal in Richtung Spawn schießt, dann dürfte man auf den meisten Karten sein Fahrzeug aus dem eigenen Spawn schon fast gar nicht mehr herausbewegen. Insofern alles absolut okay. Und das jetzt auch nur so ausführlich erklärt, um eventuellen Kommentaren unter dem Video direkt vorzubeugen. Ich kenne Tudels jetzt schon ewig und ich spiele schon ewig mit dem. Und wenn jemand noch mehr gegen Spawn-Camping ist als ich, dann ist es, glaube ich, der Tudels. So, und ihr seht das auch. Er bewegt sich jetzt zur Kartenmitte. Guckt, wo die restlichen Feinde sind. Und hat Augen wie ein Adler, habe ich zumindest gedacht, als ich mir das erste Mal angeguckt habe. Selbst wenn ich mir so ein Video angucke, sehe ich das manchmal nicht. Wobei, da ist ja definitiv was. Und ihr seht das, das ist eine 1:1 Aufnahme von Tudels Rechner. Das ist also genau das, was Tudels auch gesehen hat. Aber da merkt man dann auch den Altersunterschied. Ich glaube, der Tudels ist 10 Jahre jünger als ich. Das heißt, seine Augen sind um ein Vielfaches besser als meine. Und hier kann er natürlich ganz wunderbar aufräumen. Der Gegner hat, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, dass er quasi schon von allen Seiten umfahren worden ist. Hier gibt es leider Gottes wieder nur einen Assist. Und es ist auch gut, dass Tudels jetzt hier aus der Entfernung schon anfängt, auf die Mauer zu schießen. Eben in einem anderen Videoschnipsel von ihm ist er nämlich an so einer Mauer hängen geblieben, hat draufgeschossen, ist wieder nicht durchgekommen. Bis er dann irgendwann entnervt rechts abgebogen ist und geradeaus weitergefahren ist. Diese Fahrzeuge eignen sich also nicht dazu, Mauern zu durchbrechen. Wobei ich meine, in der Realität müsste so ein Fahrzeug mit 7,5 Tonnen oder was er wiegt, oder 7,9 Tonnen, dürfte eigentlich kein Problem haben, an so einer dünnen Mauer hängen zu bleiben. Da fährt eigentlich auch ein 7,9 Tonnen schweres Fahrzeug mal ebenso durch. Ja, das hier zum Beispiel. Also ist ein Krampf, diese Säule zum Einsturz zu bringen. Mit der Geschwindigkeit in der Realität ein 7,9 Tonnen schweres Fahrzeug dagegen gefahren, hätte er jetzt wahrscheinlich vorne eine Beule in der Schnute, aber das Ding hätte ohne Probleme nachgegeben. Aber gut, das ist ja jetzt auch nicht das Thema dieses Videos. Und
noch nicht alles perfekt umgesetzt werden kann, ist für mich auch absolut nachvollziehbar. Also das war jetzt keine Kritik, nicht falsch verstehen. Jetzt nimmt Tudels hier in dieser Situation auch noch die Zone mit ein. Heißt, neben den ganzen Abschüssen hat er jetzt auch noch eine Zone gekappt. Und wie wunderbar das MG funktioniert, haben wir einmal eben bei dem Jagdpanzer sehen dürfen. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal bei einem Flugzeug angucken. Erstmal müssen wir auf uns aufmerksam machen. Ist auch so da oben dann den Kunstflugrauch anmachen, wenn man da mit dem Flugzeug ankommt, so solche Sachen. Also, man merkt schon bei manchen Leuten, die wissen noch nicht, was welche Auswirkungen hier hat. Weil wenn ich von da oben angeflogen komme mit einem Jagdflugzeug, dann muss ich erstmal ganz genau gucken, wo ist denn dieser kleine schwarze Punkt, auf den ich vielleicht gleich schießen kann. Da ist es natürlich ganz besonders wunderbar, wenn einer dieser Kunstflugpiloten seinen Rauch angemacht hat, dann braucht man nicht lange suchen, dann weiß man direkt, wohin man fliegen muss und man erkennt auch sofort, in welche Richtung er sich gerade bewegt. Also jeder, der unbedingt auf sich aufmerksam machen möchte oder im Mittelpunkt stehen möchte, sollte beim Fliegen unbedingt regelmäßig den Kunstflugrauch anmachen. Dann wird man auch beachtet. So, da könnt ihr es sehen, da kommt ein Doppeldecker. Tudels sagt, hallo, hier bin ich, komm noch mal her, ich möchte gerne auf dich schießen. Der Doppeldecker geht drauf ein und ja, das wird dann auch belohnt mit einem Kill. Und das auch so als kleine Info für die Leute, die noch nicht ganz so lange im Spiel sind. Wenn euch jemand anhittet, nur anhittet, ohne dass euer Flugzeug ernsthaft beschädigt worden ist und ihr knallt dann in den Boden, bekommt der den Kill. Ob der euch jetzt tatsächlich abgeschossen hat oder nicht. Er hat Schaden gemacht. Insofern sollte man überlegen, wie lange man auf jemanden zufliegt und ob man die Maschine nicht doch vielleicht wieder hochzieht. So, ihr seht, das Match endet, nähert sich dem Ende. Ich finde ein sehr, sehr interessantes Fahrzeug. Nach wie vor bereue ich es zutiefst, dass ich ihn nicht habe. Vielleicht bekomme ich ihn irgendwann mal. Heißt ja nicht, dass er in zukünftigen Events nicht verfügbar sein wird. Ich finde, Tudels hat sehr, sehr schön gespielt. Kann man nicht anders sagen. Und dementsprechend wird das jetzt auch belohnt. Ein Cap, ein Flugzeug, 6 Panzer, 2 Assist, 2180 Punkte. Ganz wunderbar gemacht. So, da sind wir wieder. Ihr seht, scheint ein relativ lustiges Fahrzeug zu sein. Ich habe leider Gottes nicht das Glück gehabt, dieses Fahrzeug zu bekommen. Aber der Tudels hat eine ganze Menge Spaß gehabt. Und deswegen bedanke ich mich hier an dieser Stelle auch beim Tudels dafür, dass er mir das Gameplay zur Verfügung gestellt hat, damit ich euch auch von diesem Fahrzeug ein Review zeigen kann. Was ich eben noch vergessen habe bei den technischen Daten ist, das Fahrzeug hat einen 110 PS Motor. Und das bei einem Auto, das 7,9 Tonnen wiegt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein privater PKW 7,9 Tonnen wiegen würde, mein privater PKW hat nämlich auch knapp 110 PS, ich weiß, wie der aus den Socken kommt, nämlich eigentlich gar nicht mit seinen 110 PS, dann ist dieses Ding damals, ja, würde ich mal vorsichtig sagen, untermotorisiert gewesen. Aber tatsächlich ist es so gewesen, die Dinger sind relativ gut aus Hufe gekommen, weil die ganz andere Übersetzung gehabt haben, weil die ein ganz anderes Drehmoment gehabt haben in diesen Fahrzeugen. Und tatsächlich auf gerader, ebener Landstraße, wenn dieses Auto zum Beispiel auf einer geteerten Straße unterwegs gewesen wäre, hätte es Spitzengeschwindigkeiten von 88 km/h erreichen können. Das ist schon verdammt schnell für so ein 7,9 Tonnen schweres Fahrzeug. Heute so ein kleiner LKW, so ein 7,5 Tonner oder sowas, ne? Da wisst ihr ungefähr, welche Gewichtsklasse das ist und dass die mal ebenso gerade mit 88 km/h durch die Gegend fahren, das ist heutzutage normal. Damals zu der Zeit war das schon eine ordentliche Leistung, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ich finde das Fahrzeug super spannend, ich bereue es zutiefst, dass ich es mir nicht erspielen konnte, aber da ging tatsächlich Urlaub und Familie vor. Vielleicht habe ich irgendwann nochmal die Chance, ebenfalls an den M8 ranzukommen. Für all die, die ihn unter euch bekommen haben, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, ein schönes Fahrzeug, das man durchaus mit in die Sammlung aufnehmen kann. Was auch ganz besonders schön ist, ist, dass es eben ein Premium-Fahrzeug ist, das heißt, man hat so ein paar
Zusatzfunktionen, ein bisschen mehr Silverlines, ein bisschen mehr Forschungspunkte. Allerdings wäre mit einem 1,3er Premium-Fahrzeug ein Tier 6 Panzerversuch zu erforschen, der wird auch ewig daran sitzen, denn das skaliert ja je nachdem, wie weit die Fahrzeuge auseinander sind. Für die, die das nicht wissen, kann ich gerne bei Gelegenheit mal ein Tutorial dazu machen, wie man hier im Spiel am schnellsten forscht. Da gibt es nämlich einige Punkte, die man da berücksichtigen kann, um das so ein bisschen zu beschleunigen. Ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Wenn ihr in Zukunft öfters mal etwas sehen möchtet, also ein Review, das nicht unbedingt direkt von mir jetzt aufgezeichnet worden ist, sondern vielleicht von einem anderen Spieler, weil ich auch gar nicht zeitlich es schaffe, sämtliche Fahrzeuge oder Flugzeuge vorzustellen, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann will ich gucken, ob wir das in Zukunft mit ins Programm übernehmen. Wie wir es dann machen, müssen wir mal gucken. Wichtig ist ja, dass die Leute dann auch Videomaterial aufzeichnen können, weil ich eigentlich kein Freund davon bin, über Replays drüber zu quatschen. Heißt nicht, dass ich die Sache an sich schlecht finde, aber es ist halt nicht das, was ich gerne mache. Die, die das bisher so bei YouTube machen, machen das relativ gut und sollen auch gerne dabei bleiben. Ich finde, das bereichert das Thema YouTube und Wars Thunder auch wieder ungemein, indem man Reviews oder Gameplays von anderen Spielern vorstellt. Also nicht falsch verstehen. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Tschüss, alles Gute, euer Implied.